Ich sage auch, es Gott. Ich auch. Und noch mal überhaupt, ich habe überlegt, wo man das angefangen hat mit der Singerei. Und zwar war der aktuelle Anlass der 1. Mai 1974. In der Stadthalle Sindelfingen war da eine Maifeier. Ihr könnt euch erinnern, dass einer der Nebengefechte bei uns das war, dass man aus der Kundgebung eine Demonstration macht, hinaus in den 1. Mai. Und in der Stadthalle war das übliche Programm mit dem DGB und das hat das Akkordeonorchester der Stadt Sindelfingen hat Stars and Stripes gespielt. Nachdem das dann vorbei war, sind 15 Männlein und Weiblein im jugendlichen Alter, DGB-Jugendliche und Jusos, sind spontan aufgestanden und haben dieses Lied zum Entsetzen, vor allem der IG Metall, dieses Lied gespielt bzw. gesungen und ihr könnt da mitsingen, wenn ihr den Text kennt. Schnell irgendeine andere Musik anmacht oder das Mikrofon ausgemacht, denn die KABD im Eller und die anderen Maoisten haben dann diesen Text gesungen. Brechen das Es war ja dann so, dass wir versuchten, Lieder der Arbeiterklasse zu singen. Wahrscheinlich erinnert ihr euch, dass das eigentlich nicht üblich war. Durch die Nazis war das Volkslied ziemlich abgebraucht. Und es gab dann erst in den 60er Jahren gab es die ersten Liederbücher mit den alten Liedern. Es war der große Steinitz beispielsweise. Und es war dann das rote Liederbüchle vom KABD im L. Vielleicht werden sich einige erinnern. Und da war dann auch das erste Lied der SPD dabei, an das ihr euch wahrscheinlich erinnert. Der Herweg hat für den LaSalle, das war der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein, 1864 ein Lied geschrieben, das dann lang das Lied der SPD war und auch auf der Fett steht, auf der alte Traditionsfahne, die es zum Teil ja noch gibt. Bett und Arbeit, Hof, die Welt. Kennt ihr das noch? Nein. Ne? Aber doch. Der neu kommt, der kennt's. Weg und Arbeit, Ruf die Welt.
Texte, die kennen aber, glaube ich, vom Text her. Mann, aber aufgewacht, und da kennen deine Macht, alle noch schöne Stille, denn dein Schlag ist mit Recht das Dunkel noch mit sei, denn die Luft ist aber weit, Recht ist aber deine Macht, faschistische Lieder hat man den auch gesungen und deswegen, das müsst ihr jetzt aber wirklich mitsingen, sehen, weil es die Moorsoldaten. Moorsoldaten von Dicky Emil. Mein Vater wird gesucht. Ja. Kennt ihr vielleicht noch? Es war ein kommunistischer Schauspieler, der hieß Hans Drach. Der ist von der Gestapo geflohen und ging dann nach Prag und später kam er in den Gulag. Und beim Hitler-Stalin-Pakt gab es ein Austauschprogramm und die Gulag-Gefangene sind dann ins Reich kommen und wieder in ein Lager, Weselberg hieß es, und in diesem Lager ist der Hans Drach dann gestorben. Also für dich. Mein Vater. Oft kam zu
in DKP-Liederbüchern, aber in den DKP-Liederbüchern wurde natürlich schön ausgespart, dass er im Gulag war. Jetzt probieren wir, wir haben dann auch, also es war so, dass, erinnert euch die, an die Zupfgeigenhansel? Ja. Die Zupfgeigenhansel, ich habe ja mal in der PA Esslingen unterrichtet und meine Studenten waren die beiden Zupfgeigenhansel. Und einer der Zupfgeigenhansel, der hat sogar dann bei mir einen, das hieß damals F-Schein, erinnert euch an F-Schein? Ja, klar. F-Schein, und der hat einen F-Schein gemacht über jiddische Lieder. Also nicht der, wie haben sie den Käuser, die zwei haben Gott sei Dank. Thomas Fritz. Der Thomas Fritz und war das, genau. Schmeckenbecher. Erich Schmeckenbecher. Ah, nein, gut, das ist schon mal. Wenn man mit kluge Frau verheiratet ist, ist das sehr. Und die haben damals ja den großen Steinitz benutzt, unter anderem, und andere Liedersammlungen, auch aus dem 19. Jahrhundert welche. Und haben ja dann zu zweit gesungen, erinnert euch, haben dann die Platte gemacht mit deutschen Volksliedern. Erinnert euch? Und das hat uns gut gefallen, das haben wir zwei, kann man sich jetzt nicht mehr vorstellen, wir haben das dann auch gemacht. Zweistimmig gesungen, ja, und auch dieses Lied, das auf der Platte von den zwei ist, haben wir natürlich auch gehört, das probieren wir jetzt mal, ich bin Soldat. Und das ist schon eine ziemlich schwierige Tonart für dich in H-Dur. Ja, und es tut so. Der Mama hat ein tolles Langzeitgedächtnis, aber sein Kurzzeitgedächtnis ist weg. Das können wir euch mal erzählen lassen. Also es geht los. Ihr Brüder und Deutsche und Franzosen, ob Ungarn und vom Niederland, ob grün, ob rot, ob blau, ob weiß die Rosen, gebt euch ein Preis und muss die Brüder an. Auf lasst zur Heimat und zur Welt marschieren, von den Tyrannen. Zupfgeigenhansel geklaut. Ah ja, Langzeitgedächtnis. Ah, das war ja dann so, dass in den 70er Jahren der Leitspruch der Jusos und auch der anderen Linken war: hoch die internationale Solidarität. Erinnert euch? Ja. Also, zur Erinnerung, Portugal, April 1974, Spanien, Oktober 1975, da gab es dann in Böblingen sogar eine Demonstration mit dem Anton Ade vorne draus, also mit DGB. Dann Griechenland 1974, der Wallraff war dann mal da bei uns in Herrenberg. Chile 1974, da gab es eine Demo in Nagold. Und natürlich gab es immer die entsprechende Lieder, wie die Songgruppe dann gesungen hat. Adelheid sagt, es sei schmalzig, aber ihr kennt es alle, ihr wisst, dass der portugiesische Rundfunk hat abends dieses Liedbild und dann ging die Nelkenrevolution los. Andalusia, Andalusia,
Spanien, da probieren wir was. Spanien, zu Spanien gab es praktisch eigentlich gar keine Lieder. Vielleicht erinnern einige sich an Juan und José, das ist mir kürzlich eingefallen. Ja. Juan und José hin bei, ich glaube bei Pläne, dann eine Platte gemacht mit spanischen Liedern und wir haben natürlich noch spanische Lieder gesucht und klar war, dass natürlich aus dem spanischen Bürgerkrieg doch einiges da war, unter anderem dieses da, das ist von, also von Ernst Busch praktisch adaptiert wurde und ist vom linken Bataillon gesungen worden und nur für ihre Zeit. Breitet seine Sterne ja, über unsere Schützenkneipe. Da haben wir dann einen Text haben wir verändert, weil wir ja pazifistisch waren. Vielleicht kriegen wir es raus. Welchen? Spanien Zimmel breitet seine Sterne über unsere Schützenkneipe aus und der Sindelfingen vor allem gab es Gastarbeiter verschiedener Couleur. Es gab Italiener, Spanier, es gab Griechen, und zwar dreierlei Griechen. Es gab Griechen von Inlands-KPD und Griechen von der Auslands-KPD und Griechen von der PASOK. Und die Griechen haben wir, wenn ja dann in Meichingen in der Turn- und Festhalle immer Feste gefeiert, da wird sich einige noch erinnern. Und in den Festen haben wir immer die ganze Spanier eingeladen.
und die Griechen, sorry, die Griechen, die natürlich untereinander zerstritten waren. Und einer der Griechen hat mir dann mit seinen griechischen Buchstaben ein Lied aufgeschrieben von Theodorakis. Und dann habe ich ein Liedbuch gekauft, Theodorakis, das hat es damals dann gegeben. Und dann haben wir es irgendwann einmal eingeübt und dann haben wir es auch gesungen und das probieren wir jetzt. Ne? Das heißt, Metosha fila sugefi ailius calimera. Calimera heißt guten Morgen. Das ist für dich, jetzt gucken wir mal. Das ist klingend C-Moll. Okay. Ziemlich lange zwei Hälften, die ich immer nicht nachbracht. Ja. Ah, schwierig. Ihr habt den Text verstanden, gell? Ja, absolut. Mit Flammenblättern grüßt uns die Sonne über jeden Tag und so weiter. Bald werden wir die irgendjemand vertreiben, so, ja? Also die bösen Geister. Ja, du bist toll. Ja, schon so, ihr wisst es, gell? Vor kurzem erst, ja. Ja. Also, Folge, ich frage mich wirklich, warum habt ihr mich nicht mit der Blockflöte und der Schalmei eingeladen? Ich hätte schon selber Harmonika kennen. Also, wenn immerhin jetzt. Ich mein Kopf woanders. Also. Ja. Die Songgruppe war ja, wie gesagt, ein seltsames Unternehmen. Es war die GGB-Songgruppe, die Juso-Songgruppe und, glaube ich, dann auch noch die DGB-Songgruppe. Alles in Einheit, glaube ich. Ja, und es war eine sehr skurrile Besetzung. Helmut, du musst jetzt erzählen, was du für Instrumente gespielt hast. Ach ja. Ja, plus zwei. Schalmei, ja. Die furchtbar geklungen hat, weil sie nicht sehr gut war. Also eine gute Schalmei klingt etwas wie Oboe d'Amore. Und die klang eher, Entschuldigung, wie ein Furz von Kamel oder so. Aber auf jeden Fall sehr eindrucksvoll. Und die Blockflöte war aber sehr fein, weil ich glaube, bei dem Lied so die Melodie umranken durfte, könnte ich heute auch noch machen, aber ich habe gehört. Ja, guck, man müssen wir doch nochmal alles machen. So. Ja, natürlich. Ja, dann ja, ich auch schon dann habe ich mir jetzt überlegt, ob wir je geprobt haben mit der Songgruppe. Haben wir da? Doch. Die Probe war dann bloß zu Ende, weil irgendwann aus der Flöte oder aus dem Saxophon halt so ein leichter Bierstrom rauskam, dann war es los. Also es gab relativ spektakuläre Auftritte, zum Beispiel ein mit dem Willy Bleicher. Erinnert ihr euch an den? auf dem Cannstatter Wasen war das. Das war 1976. Also so berühmt war die Songgruppe. Ja. Dann war ja irgendwann war ja die Geschichte mit dem Wolf Biermann, erinnert ihr euch? Und da war dann eine Gruppe der Jusos, war da ganz arg engagiert und wir natürlich auch ein bisschen. Und wir haben natürlich dann alle Lieder ausgegraben und wir sind natürlich alle gepilgert nach Fellbach. Ja, in Fellbach ist der Wolf Biermann auftreten und wir haben dann verschiedene Sachen gesungen. Und eins ist schwierig. Che Guevara, erinnert euch an dieses Lied? Das probieren wir, ob wir es auch kriegen. Ja. Das ist lange her, wissen wir. Ja? Das ist klingend D-Moll. Es bleibt, was gut war und klar.
dass man bei dir immer durchsah und Liebe, Hass doch nie Furcht sah. Kommandante, schicke sie fürchten dich und wir lieben die Form im Kampf vor der Tür, wo das Vollschluss mit der Mut war. Nun bist du weg und doch geblieben. Uns bleibt, was gut war und kam. Das man bei dir immer durchsah. Und Liebe hast doch nie vorgetan. Kommandante, schick immer die runde rote Stern an der Jacke, im schwarzen Bart die Zigarre, Jesus Christus mit der Knarre, und zur Attacke uns bleibt. Ein Wort geändert damals, ja. Jetzt machen wir gleich eine Pause, oder? Nur das muss ich erholen. Hallo, eins, das alle kennen, das machen wir mit einer, mit einem geilen Strings Voices. Ne? Es war dann in den späten 70ern, ich glaube, das war so ab 78, da wollten die in Leonberg auf dem Rappenberg wollte sich die IBM ansiedeln. Erinnert euch? Da gab es eine riesen Kampagne dagegen und kurz auch bei dieser Kampagne ist dieses Lied entstanden. Ja? Das wurde dann erst später zum Lied im Kampf gegen die A81. Erinnert sich da noch jemand an? Ja. Der legendäre Text ist von Folgen. Also, ich habe ja 1972 für den Bundestag kandidiert, gell? Das schaut sich wieder ganz. Aber mit mir zusammen, gell? Wir zusammen kandidiert für diese Partei, die größte und älteste der Partei. Und wir waren, du weißt noch welche Plätze, gell? Ich glaube 27 und du 33 oder so. Wir sind nicht so arg stolz drauf, es war auch nichts Besonderes, weil die Jusos sind praktisch, so den Wahlkampf machen. Ja? Und weil wir Lehrer sind, sind wir ausgeguckt worden, weil wir 8 Wochen freigekriegt haben für den Wahlkampf. Und so sind wir auf die Landesliste gekommen und werden sogar fast noch gewählt worden. Ja? Eine Frage, wie viel Prozent hat die SPD 1972 in Baden-Württemberg bekommen? Wie viel Prozent? War das unter Eppler damals schon? Das war der Brandwahlkampf. Das war der Eppler schon. Oder Mauer. 33. 42%. Nee. Ja. Und in der Bundesrepublik 45, also bloß weil wir den Wahlkampf machten, also in der Bundesrepublik 45%. Ja, und die CDU damals in Baden-Württemberg? Das weiß ich nicht mehr. Die 9% mehr, aber. Weiß ich nicht mehr. Also die waren schon stärker. Ja, ja. Also, da gab es die Kleine und die Grüne gab es noch gar nicht. Ja. Und dieses Lied, die hat irgendwann mal auch schon im Wahlkampf ein Lied gemacht zu dem Text, die wenig Geld genug hätte. Das ist ein schwäbisches Volkslied. Und das war dann die Idee, auch da hatte ich das immer schwäbische Lieder gemacht, meistens die Melodie geklaut, weil das einfacher ist. Und so war es bei dem auch. Und dieses Liedchen war immer a cappella gesungen zu zweit. Einige erinnern sich, das ist Liebe, gell? Thank you.
Und der Neue und der Bauer, die retten uns am Flecken an. Ja, das macht es. Nirgends niemand Ende und Klee. Wir heben bald Gold bis zu Leib. Und nirgends war Ende und Klee. Wir heben bald Gold bis zu Leib. Und zu der Autobahn soll noch Zweite dran noch, das Argument ist schnell gefunden, die Industrie wird besser bunter und nirgends mehr war Ende und und Fabrikle und nirgends will man denken und klären. Wir haben wohl diese Damen. Sie ist höchste Zeit, dass man sich wehrt. Alles andere wäre sicher verkehrt. Ein bisschen Heimat muss halt bleiben. Drum müssen wir die Sache weiter betreiben. Schon wegen der Badenker und dem Klee. Schon wissen, da wird's wieder schön. Weitgehend richtig, aber in einem Punkt ist er nicht richtig. Es kann nämlich diese zweite Autobahn, die nach Herberg führen sollte, nicht trennen, wie man es im Lied so meint. Es ist bei einer Autobahn geblieben. Wir wissen, dass da diese, aber es war ein Pyrrhus-Sieg, ne? Weil die B464 ist schon praktisch frei. Also wir hätten eigentlich doch nicht gewonnen. Nein. Und die Badenke sind was? Also das sind die Indianer, die haben es erwischt. Es gibt zwei Erweichungsblumen. Ja. Ja. Die echte und die große sind die goldgelben, nicht die blassgelben. Also die echte, ja genau. Die richtige Badenke. Und Zwiesental gibt es tatsächlich. Die Sonny weiß, wenn wir einen ausgucken. Ja, Sonny. Und ganz viel weiter. Und dann ist ja, jetzt kommen wir eher zur GEW, dann gab es ja die berühmten Fahrten immer an Ostern, gell, glaube ich, ja. Ja, Ostern, nicht Pfingsten, deswegen war es da auch so kalt manchmal. Und die gingen am Anfang alle ins gleiche Land. Und da singen wir jetzt was dazu, das kennen wir. Faschismus. Das gehört zu, gell? Also wir hatten ja dann auch eine weitaus weltbekannte Kombo, die hieß sinnigerweise Murks. Ja? Oh, nicht oh, ja.
Murks und das Logo war so ein Typ da mit Bart. Ne? Karl Marx war das. Ne? Und wer war alles dabei? Der Michi Laszlop. Der André Schmieser, der ist die Schmeißfußgängerin. Und der Chris, Chris Haas auf Schlagzeug. Und wir haben dann natürlich auch auf den Reisen immer gespielt. Ich erinnere mich, wir sind dann in Bologna, sind wir mal auf den Platz gegangen und haben dann auch in die Popolo und auch andere Lieder gespielt. Und da sind die Italiener applaudierend um uns rumgestanden. Und dann war, wenn die Damen von uns in Italien gekocht haben, dann sind wir meistens nach dem Essen in die Küche rein und haben denen ein Ständchen gebracht mit italienischen Liedern. Und da haben sie dann meistens ein bisschen gekrillt. Oh, und es gab ja in Sindelfingen das Don Bosco. Und da gab es einen Pizzabäcker. Das war ein super Lokal. Der Pizzabäcker, der hat immer darauf gewartet, wenn wir gekommen sind, dass man ihm dieses Lied da singt. Aber in die Probleme. Ja. Das war und jetzt, da gibt es natürlich noch was anderes, jetzt in E-Moll. Voglio una libertà, oh Liulai, la libertà.
dazu? Ja. Also das Lied heißt Mein Gott Walter. Ihr solltet da diesen tollen Refrain mitsingen. Es war nicht der Walter Spenny und meint. Ja, das Verrückte war, dass der Walter Spenninger dann da immer damit gemeint war. Ja, obwohl es eigentlich nicht war. Das Lied hat der Gerd Klompig gemacht, der Gitarrist von Wolks damals, von uns genannt Eddie Edur. Und das war dann sogar in irgendeinem Lehrerbüchle von Rowold war das dann drin, also als Erkennungsmelodie, die zweite von Murks, Walter als Lehrer. Walter kam als Lehrer an die Schule, ein Greenhorn jungen Jahren. Pickel im Gesicht, die Jeans abgeschabt und mit langen Haaren. Das Kollegium bestand zur Hälfte aus Greisen in jedem Alter. Doch er begrüßte es freudig. Hallo Leute, sie gähnten müde, mein Gott Walter. Für sie war Walter bald ein rotes Tuch, denn es begann sie zu kränken. Einige Schüler, die vorher saudum waren, begannen durch Walter zu denken. Da machten die Alten Radau, denn ihr Toleranzreservoir war bald leer. Und sie gaben Walter was auf dem Deckel und meinten dabei, mein Gott, Walter. Doch zu viele Flausen waren in Walters Kopf, vom Projektunterricht bis Einheitsnoten. Und die Kollegen grinsten, dann verbrennst du dir die Pfoten. Aber Walter flatterte aufwärts, gen Himmel strebend, wie ein Apollo-Falter. Dann fiel er in die Suppe, die er sich mal eingebrocht hat, und japste, mein Gott, Walter. Nämlich der Verfassungsschutz fand ein Foto in seinen Akten. Total blau war Walter mal auf eine Demo geraten von irgendwelchen Bekannten. Walter flog aus dem Schuldienst mit Pauken, Trompete, Harfe und Salto. Und die Kollegen sagten zum Abschied, mein Gott, Walter. Walter hatte immer so vor sich hingeroschtet, die Organisierten hielt er für Stinker. Doch das war zu viel des Rechten gewesen, er wurde ein Linker. Heute kann Walter wieder gestärkt mit aufrechtem Gang herumlaufen, in der Tasche die Faust, die Waldkehr. Und Karl Marx rotiert vor Freude im Grabe und jubelt. Mein Gott, Walter. Also das sind wir dann auch. So. An den Walter Schwenninger erinnern, Urgestein der Grünen. Ja? Er war ja dann im Bundestag. Norweger Pulli. Ihr Norweger Pulli und wurde vom Herrn wem begrüßt? Vom also ist egal, auf jeden Fall. Damals waren die Grünen nur relativ sauber, was Demokratieverständnis angeht. Der arme Walter musste nach 2 Jahren rotieren. Ja, und dann ist der nächste nachgerückt. Das war einmal. Jetzt kommt das eigentliche Erkennungslied damals, der Poker Blues. Und da müssen wir halt auch wieder ziemlich mitsingen. Also das ist jetzt in dieser Besetzung ist das ein Wagnis, ne? Tonat Gustav. Wenn er schon in der Stadt hat, nicht so gehört. Die fangen wir mal auf. Thank you.
immer wenn ich mittags von der Schule komm, geht mir so viel Grieß im ganzen Kopf herum. Beim Essen denk ich nach, was hast du falsch gemacht? So viel Mühe und es hat doch nichts gebracht. Nachmittags hau ich mich dann nur müde hin und vergesse schnell, dass ich ein Konker bin. Ziemlich voll war und da wurde auch das letzte Lied für heute und vielleicht überhaupt das letzte Lied. Also es war so, dass es war mal in Hechingen wurde eine Betriebsrätin entlassen in der Firma Boll, die hieß Inge Boll, und da gab es eine Solidaritätsveranstaltung und da sind wir, mit der Songgruppe nach, genau, da haben wir da ein Lied gebraucht und da entstand dieses Lied mit diesem Refrain. Zahmerschalter in der Bergschaft, Zahmerschalter in der Bergschaft, Zahmerschalter in der Bergschaft, Zahmerschalter. Und die Strophe hat man dann einfach variiert, die hat immer nach 10 Jahren noch gestimmt und nach 15 Jahren noch gestimmt. Bei uns im Ländle ist der